Also ich bin nicht aufgeregt, es fühlt sich extrem gut an. Die Aufregung ist immer so zwischendurch mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ich auf einen Anruf komme, oh Gott, der und der ist gerade ohnmächtig geworden, das hatten wir gestern, aber demjenigen geht's wieder gut. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sitze hier mit Christoph Krachten, dem, ja, dem Gesicht hinter den Video Days. Dein großer Tag, es ist wieder soweit, es sind die Video Days. Fühlt sich das gut an? Bist du aufgeregt? Also ich bin nicht aufgeregt, es fühlt sich extrem gut an. Die Aufregung ist immer so zwischendurch mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn ich auf einen Anruf komme, oh Gott, der und der ist gerade ohnmächtig geworden, das hatten wir gestern, aber demjenigen geht's wieder gut. Also der Showteil wird funktionieren. Sowas, da fällt mir manchmal das Herz in die Hose, aber es ist alles, es läuft alles super glatt. Wir sind ja auch ein Riesenteam, wahnsinnig viele Helfer. Man muss ja immer sehen, die Videodays sind seit dem ersten Mal, werden mit massiver Unterstützung der Community gemacht. Ohne die wäre es gar nicht möglich und deswegen bin ich ganz beruhigt. Alles klar. Jetzt gab es ja im Vorfeld vor allem von Seiten der YouTuber immer wieder auch Kritik, was die Videodays angeht. Sind die Videodays, so wie sie heutzutage sind, auch noch attraktiv für die YouTuber oder ist es nur noch irgendwo eine Massenabfertigung von Fans? Also die Größe dieser Veranstaltung führt natürlich dazu, dass man ganz, ganz viele Menschen organisieren muss, die Autogramme wollen. Aber sie wollen sie. Und ich höre immer wieder von vielen YouTubern auch, das ist ein tolles Erlebnis, den Menschen zu begegnen, die man sonst nur über Twitter, Facebook, über die Kommentare kennt, die mit denen auch mal ein Wort zu wechseln und die kennenzulernen. Ich glaube, das hilft einem auch wirklich weiter, wenn man Videos macht, ein bisschen zu wissen, wer steckt denn dahinter. Und ansonsten ist mein Erleben immer, kurz vor den Videodays kommen auch immer ganz viele Leute dann doch, die den Videodays kritisch gegenüberstehen, weil es ist schon etwas ganz Besonderes. Einmal heute dieser Community-Tag, den wir inzwischen halt auch so organisiert haben, dass er wirklich super funktioniert. Und man darf nicht vergessen, schon bei den zweiten Videodays, die viel kleiner waren, ist es schon an der manchen Stelle richtig gefährlich geworden. Und so klein, wie man das haben möchte, kann man es gar nicht machen, damit es sicher ist. Von daher, man hat immer diese Herausforderung und ich habe aber gerade nach Berlin, wo wir das so ähnlich organisiert haben, nur positive Stimmen gehört. Die waren alle total begeistert, was in den Jahren davor nicht immer der Fall gewesen ist. Also es ist ein Massenevent, aber das macht es auch total, also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn man morgen da in der Arena steht und da sind YouTuber, die ja zum Teil auch nur ein paar tausend Abonnenten haben und die stehen da auf der Bühne und werden bejubelt. Das ist einfach ein fantastischer Moment und ich glaube, ja, ich glaube, die meisten finden es dann doch gut. Und es gibt immer ein paar YouTuber, die nicht kommen. Das war schon beim ersten Video Days der Fall oder als wir damals dieses Fan-Treffen gemacht haben und dann kommen sie dann auch wieder. Ja, also ich kann nichts dazu sagen. Mir gefällt das sehr gut. Offensichtlich auch ganz vielen Menschen sehr gut. Und es ist auch, und das darf man auch nicht vergessen, ein irrsinniges Presseevent. Wir sind hier im Pressezentrum, das rappelvoll ist. Wir haben mehr als 200 akkreditierte Journalisten. Und für uns alle, für Online-Videomacher, ist es ganz toll, dass wir Leuten, die sonst nichts damit zu tun haben, erzählen können, guck mal, was hier passiert, was das für ein irres Ding ist, was auf YouTube abläuft. Und das ist für uns alle ein Riesenvorteil. Ein Punkt, der vor allem auch immer wieder groß kritisiert wurde, ist, dass auf der Bühne bei den Videodays auf einmal Menschen Musik machen, die eigentlich mit Musik gar nichts am Hut haben. Wird das dieses Jahr auch so sein oder gibt es da vielleicht ein bisschen Innovation, was die Bühnenshow angeht? Also wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben, ich kenne diese Kritik und ich höre mir auch immer, das ist auch ganz, mir ganz wichtig, also niemand muss sagen, dass niemand darf denken, dass wenn er Kritik übt, das irgendwie da rein und wieder rausgeht, sondern wir gucken uns das wirklich genau an und nach Berlin habe ich mir auch überlegt, verdammt, wir müssen das mal klarer strukturieren. Wir haben jetzt einen Showteil, wo es eher YouTube-Neulinge gibt, wo es neue kreative Sachen gibt. Es wird zum Beispiel einen DJ geben, der während der Show einen Remix der Videodays macht. Das ist Start Over, der ansonsten so Google Translator Mixes macht auf Facebook. Wir haben die Tube-Hates, die mit Puppen dabei sein werden und. Da werden auch kleine YouTuber sein, da werden YouTube-Neulinge sein, wie Lena zum Beispiel. Aber wo wir halt so sagen, da sollen Musiker hin, das soll
ja, da wollen wir wirklich den Fokus auf, hey, das ist neu, das ist kreativ, das ist innovativ. Und dann haben wir einen zweiten Teil der Show, wo wir sagen, so, und jetzt kommt das alles, was er so liebt, wo die populären YouTuber, wo Alberto Beatbox, wo Waititi dabei ist, wo die Lochis dabei sind. Und so haben wir das getrennt, weil das Publikum will schon auch die großen Acts, die wollen die Lochis sehen und die wollen Waititi sehen, weil es sind auch immer, die beiden machen ja auch irrsinnige Shows, da wird auch das ein oder andere Special-Effekt-Ding ablaufen, also es wird schon ziemlich grandios. Alles klar, dann mal weg von den Video-Days und zu dir persönlich als Person. Du wurdest ja, wie man leider sagen muss, in diesem Jahr auch von Mediakraft geopfert als Geschäftsführer. Kannst, / darfst du uns dazu auch etwas verraten? Ich darf euch nur dazu verraten, was ich damals schon gesagt habe. Wir haben unterschiedliche strategische Auffassungen oder Auffassungen, was die Strategie betrifft. Alles klar. Darauf haben wir uns geeinigt, dass wir uns nicht gegenseitig in die Pfanne hauen. Nein, das ist aber auch, das ist der Fakt und da müsste man, das ist jetzt ein weites Feld. Wer ja. hat da recht, wer hat da nicht recht und vielleicht habe ich ja auch Unrecht, wer weiß. Wer weiß. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview und wünsche noch viel Spaß, nicht zu viel Aufregung, falls noch, doch noch jemand umkippt. Das wollen wir nicht hoffen. Hoffentlich nicht. Ich muss mal kurz zu diesem Holz. Dreimal klopfen. So, einmal auf Holz geklopft, jetzt wird nichts passieren. Genau. Dankeschön und noch viel Spaß. Sehr gern, ciao.